Heute ist Sonntag, der 20. Februar, und machen wir mal einen kleinen Wochenrückblick. Heute vor einer Woche, da hatten wir hier noch richtig viel Schnee liegen. Wir hatten Temperaturen bis zu minus 15 Grad und die Sonne schien dabei. Es war auch schönes Wetter, ein richtiger schöner Wintertag. Und heute, kaum zu glauben, heute sollen wir Temperaturen bis plus 15 Grad bekommen. Ja, es ist jetzt noch morgens früh, aber es sieht schon sehr schön hier aus. Letzten Montag, da lag ja noch Schnee und am späten Nachmittag kam dann Regen dazu. Der machte dann eisglatte Straßen und Gehwege. Das war gar nicht so schön. Am Dienstag und Mittwoch fing es dann an zu tauen. Es wurde wärmer und es hat so schnell alles weggetaut, das hätte ich also überhaupt nicht gedacht. Donnerstag und Freitag wurde das Wetter immer besser und am Freitag konnte ich leider noch nicht in den Garten gehen, weil da hatten wir unseren Einkaufstag. Ja, und gestern, da war das Wetter richtig schön. Wir hatten so Temperaturen bis zu 14 Grad und da war es der erste Tag in diesem Jahr, wo ich richtig im Garten loslegen konnte. Ich möchte euch jetzt in diesem Video einmal zeigen, was man im Februar im Garten alles so machen kann. Ja, also allgemein kann jetzt ja im Haus schon einiges ausgesät werden, zum Beispiel Paprika, Chili, dicke Bohnen und Spinat kann man schon aussehen an Blumen, Löwenmäulchen, Begonien, Nelken und mehrjährige Stauden. Das Ganze mache ich nicht, sonst hätte ich ja schon eher loslegen können. Nein, wir haben bei uns im Haus leider keine Fensterbänke. Und es ist da also sehr schlecht, irgendetwas vorzuziehen. Ich hatte das vor Jahren schon versucht mit Tomaten und Gurken zigmal. Das ist nie etwas geworden, sogar mit so einer Leuchtlampe. Und ganz ehrlich, der Aufwand, der ist mir viel zu groß und dann wird es nachher nichts. Also, ich warte jetzt, bis die Temperaturen etwas steigen und dann kann ich das bei uns im Unterstand und in unserem Frühbeet, was wir letztes Jahr gebaut haben, auch zum ersten Mal ausprobieren. Ja, also dann zeige ich euch jetzt einmal, welche Arbeiten wir im Februar, das heißt ja eigentlich jetzt gestern, gemacht haben und was im Februar noch alles so geschehen soll. Denn eine Woche im Februar haben wir ja noch Zeit und es ist schönes Wetter vorausgesagt. So, und um das zu sehen, kommt doch bitte einfach mal mit. Beginnen wir mit den Aufräumarbeiten als erstes mal hier auf den Hof. Da ist es nämlich ganz, ganz dringend nötig, ist so ziemlich im Augenblick die döllste, schlimmste Stelle hier. Ja, und hier werde ich jetzt erstmal aufräumen und Ordnung schaffen. Fangen wir erstmal hier mit der Laterne an. Da seht ihr, da ist noch der Tannenbaum drin. Ja, Weihnachten ist vorbei, der Tannenbaum kommt jetzt raus. Dieses hier, das ist so meine Restekiste mit Weihnachtssachen, die ich immer noch finde. Die meisten Weihnachtssachen sind natürlich schon oben auf dem Boden. Aber hier und da ist ja immer noch was, so wie der Tannenbaum und der Stern. Und ich denke, nächste Woche kann die dann auch auf dem Boden verschwinden. Alles schön ausfegen, die Laterne einmal. Im Sommer werde ich die vielleicht dann mal streichen. Und die kann ich jetzt dann mit Ostersachen dekorieren. Aber da kommt ja wieder was zu. So kann sie hier bleiben. Kerze wieder rein. Ups, da steht Wasser drin. So. Jetzt die Kerze wieder rein und dann überlege ich mir irgendwie eine Osterdeko hierfür. Jetzt hier mal zur Bank. Wahrscheinlich wundert ihr euch, warum hier ein Nummernschild draufsteht. Wir wundern uns auch, denn das Nummernschild hat uns hier irgendein Scherzkeks auf die Wand gelegt. Naja, wer auch immer das war, wenn ihr wisst, wem das Auto dazu gehört, dann könnt ihr das ja mal in meine Kommentare schreiben. Wäre ja mal richtig interessant zu wissen, woher dieses Nummernschild kommt. Auf jeden Fall bringe ich das jetzt erstmal in den Shoppen.
Der Heinz, der macht gerade die Plane vom Anhänger ab, denn jetzt, wenn wir anfangen, die Sträucher und so zu schneiden, da werden wir so viel Material haben, Gehölze und alles, und das werden wir dann zur Kompostanlage fahren mit dem Anhänger. Die Plane liegt jetzt hier erstmal auf dem Boden, wird nachher nochmal umgedreht, sodass sie trocken ist, und dann können wir sie wegbacken. So, als nächstes jetzt erstmal hier Tannengrün weg, weil Weihnachten ist vorbei. Hier habe ich auch noch was stehen. Tannengrün. So, und das bringe ich jetzt erstmal auf den Anhänger. Der Heinz, der räumt jetzt gerade hier so unsere Remise aus, macht gerade eine kleine Pause, denn bei diesem Wetter kann man sich schon ab und zu mal hier hinsetzen. Hier habe ich mir so eine Reihe ausgebuddelt und hier setze ich die Christrosen jetzt mit den Töpfen rein. Und wenn ich die dann im Herbst zur Weihnachtszeit oder im späten Herbst brauche, dann hole ich die hier raus, setze sie dann wieder in meinen Graben oder wieder in die Fensterkästen oder ich verschenke sie oder nehme sie mit auf Gartenmärkte. Jetzt bekommen die alle noch einen schönen Schuss Wasser. Später erledigt sich das dann ja mit dem Regen von selbst. Und jetzt kommt hier überall Erde um die Fette rum zu. Dann kann ich die später wieder schön einfach hier rausnehmen. So. Jetzt wünsche ich euch hier gutes Weiterwachsen. Ja, die Bank, die hat jetzt ja hier auch im Winter ganz schön gelitten. Die wird jetzt einmal grob sauber gemacht. Einmal. Ein bisschen Wasser um den Lappen. Ja, am Mittwoch, als wir einkaufen waren, habe ich mir so drei kleine Töpfchen mitgebracht. Das sind die ersten Blumen dieses Jahr. Zwei kleine Becher mit Narzissen und einer mit Tulpen. Ja, weil mir einfach mal so nach Frühling war, wo ich die einpflanze und was ich damit mache, das weiß ich noch nicht. Die stelle ich jetzt einfach erstmal hier drauf und überlege mir, was ich damit mache. Das werdet ihr dann im Gartenrundgang im März sehen. Ja, dann die Laterne, die natürlich auch dringend einen Putzbedarf hat. Und das spreche ich später nochmal drüber in diesem Video. Auch nass. Lassen wir hier trocknen, dann funktioniert das Ganze noch. Und stellen die auch nochmal dahin. Den Stuhl natürlich auch ein bisschen sauber machen. Oh ja, der ist dies ja noch mal mit Streichen dran. Ah ja. Blumenpott drauf. Gut, da werde ich das gleich auch noch alles abschneiden. So, jetzt packe ich hier noch mal natürlich das alte Laub und die abgefallenen Blüten weg. So, jetzt kommen wir mal hier zu den Blumenkästen und Pflanzgefäßen vom Winter. Die sehen ganz, ganz fürchterlich aus, aber nein,
Ich werde die jetzt noch nicht neu bepflanzen. Die Sache kommt im März erst dran. Aber ich werde mal so das Hässliche da dran wegschneiden. Ja, und so schneide ich hier jetzt mal einfach die hässlichsten Blüten ab. Schau mal, was damit passiert. Die Blätter auch, die so ein bisschen verwelkt sind und uselig sind, die kommen halt jetzt mal hier ab. Feuchtigkeit haben sie noch. Man muss bei Christrosen immer darauf achten. Die brauchen auch im Winter Wasser, na klar. So. Ach komm. So. Na, vielleicht setze ich hier doch schon ein paar Hornpfeilchen rein. Was anderes erstmal noch nicht, weil es soll ja übernächste Woche wieder ganz kalt werden. Ach, und guck mal, was ich hier gefunden habe. Tannenbaum. Ja, aber ich glaube, der ist nichts mehr für die Weihnachtskiste. Der kommt jetzt mal weg. Ende. Von diesen Pötten jetzt ja auch. Schnipp, schnapp. Außerdem wollte ich ja auch jetzt mal die Christrosen durch Samen vermehren. Die vermehren sich auch selber. Hinten in meiner kleinen Gärtnerei, da sind ja noch Blüten dran. Die werde ich mal abnehmen. Und, ach, wisst ihr was? Diese hier, die bleibt hier auch nicht drauf stehen. Diese Mühe, das alles abzuschneiden, das kann ich mir sparen. Die setze ich auch hinten in meine Gärtnerei. Und dann kommt hier was anderes hin. Irgendwie ein schönes Osterfrühlingsgesteck. Ja, also das lassen wir. Und hier? Ach, dafür. Weihnachten ist vorbei. Schneemann, ja, ist ja nicht unbedingt Weihnachten, aber ich will keinen Schnee mehr. Und darum kommt ihr auch mit in die letzte Weihnachtskiste. Auch die wandern ab in die letzte Weihnachtskiste. Seht ihr, so findet man immer wieder was Neues. Also nächste Woche, denke ich, so lange lasse ich die Kiste hier noch stehen. Die Leiter von der lieben Katja, auch noch etwas Tannengrün dran. Das kommt jetzt auch mal weg. Alles ab und wieder etwas für die letzte Weihnachtskiste zum Einpacken. Ja, und wenn ihr Vorschläge habt, wie ich diese Leiter schön schmücken kann, dann würde ich mich richtig freuen, wenn ihr das in meine Kommentare schreibt, denn ich bin nicht so die Deko-Queen, dass mir da so viele Ideen einfallen und dass ich die auch umsetzen kann. Also wenn ihr mal so ein paar Vorschläge habt, dann schreibt mir doch das, wie ich diese schön dekorieren kann. Gerade war der Postbote da, da ist ein Paket angekommen. Das ist bestimmt für meine Freundin Sigrid. Ist da was für meine Freundin Sigrid drin? Die hat nämlich am Dienstag Geburtstag und das ist die Überraschung. Hier auf der Remise ist der Heinz auch schon ein ganzes Stück weitergekommen. Jetzt gehen wir mal hier so in die hinterste Ecke auf den Hof und da seht ihr alles noch Gestrüpp vom letzten Jahr. Das muss jetzt definitiv heute noch weg. Ja, und da werde ich jetzt einfach mal mit anfangen. Hier entferne ich jetzt erst einmal nur die groben Sachen, also das grobe Gestrüpp hier. Die Feinarbeiten in der Erde, die mache ich später, denn die Erde ist hier wirklich noch sehr, sehr nass.
So, diese Ecke habe ich jetzt schon mal ganz schön hier von dem Unkraut befreit. Das ist, reicht jetzt so für die groben Arbeiten. Beim Zusammenhaken habe ich hier so einen Strauch Efeu mit zusammengehakt. Aber seht mal, was der für schöne Wurzeln hat. Den werde ich jetzt in meiner Gärtnerei in einen Topf pflanzen. Da wird er schön anwachsen, ja, und dann wird er irgendwann woanders mal hingepflanzt. So, heute 20. Februar. Hier unbedingt noch wegmachen. Heute dieses Gestrüpp hier auf dem Hof. Schluss für heute, liebe Leute. Das Ziel ist erreicht. Alles, was ich mir vorgenommen habe, habe ich geschafft. Das grobe Gestrüpp ist hier raus aus dem ganzen Beet und es sieht jetzt hier ziemlich kahl aus, aber das dauert nicht lange. Wir haben ja erst Februar, das ist ja noch Winter. Ihr werdet euch wundern, wenn ihr dieses Beet im Gartenrundgang April seht, dann blüht es hier in den schönsten Farben. Der Anhänger ist voll, ganz voll mit Gestrüpp, seht ihr, von einem Beet, von einem Tag. Der Tannenbaum kommt noch drauf, ja, und dann geht es Montag ab in die zum Kompostierwerk, ja, und dann wird das dann alles abgeladen und dann bringen wir auch noch gleich etwas Rindenmulch mit. Was liegt sonst noch an im Februar? Das ist jetzt ja noch eine Woche und die melden gutes Wetter. Auf jeden Fall, dieses Gestrüpp kommt noch weg. Und dieses hier auch. Ja, und dann werde ich mich nächste Woche nochmal hier durchkämpfen. Hier am Graben, da steht noch etwas, aber das wird wohl März werden, bis ich das wegmachen kann, weil im Graben, das seht ihr hier, ja, ist noch ziemlich viel Wasser drin. Ja, und dann werde ich noch diese beiden Johannisbeersträucher schneiden und das war's dann mit den Gartenarbeiten im Februar. Dann geht es im März weiter. So, liebe Leute, das war's. Das war das Sonntagsvideo aus Heikes Landhausgarten. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt. Und ich hoffe, dass euch auch das Video gefallen hat. Ja, und wie immer bitte ich euch darum, abonniert doch meinen Kanal, drückt auf die Glocke. Und ja, macht euch noch einen schönen Sonntag. Das werden wir auch machen. Wir werden heute Nachmittag eine Fahrradtour machen nach Lübbecke hoch. Und ja, und den Sonntag richtig schön genießen. Macht ihr das doch auch. Genießt den Sonntag schön, geht spazieren, macht eine Fahrradtour oder alles, was euch Spaß macht. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder hier in Heikes Landhausgarten. Tschüss!